Hallo und willkommen zurück zu Enderal. Ich hatte leider gerade eine richtig beschissene Aufnahme, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe die Grotte weitergesucht und ich habe sie dann letztendlich auch gefunden, beziehungsweise ich weiß ungefähr, wo sie ist, nämlich da vorne im Norden. Ich war beim falschen Leuchtturm, hier oben ist nämlich noch einer, und hier unten war ja einer und wir waren beim letzten Mal hier unten. Die Grotte ist aber ganz hier oben, hier, wo jetzt mein Mauspfeil ist. Und auf diesem Weg dorthin sind sehr viele Wildmagier und die haben mir richtig die Hölle heiß gemacht. Die haben ihre Zauber nur so auf mich regnen lassen und ich hatte bestimmt 3, 4 Versuche und dann hatte es fast geschafft. Es hat nur noch ein Magier gelebt und in dem Moment stürzt mein Rechner ab. So richtig schön mit Bluescreen. Ich habe es auf Twitter gepostet. Ich habe nur noch Hass. Ich hatte nur noch Hass in mir. Ich versuche es deswegen jetzt nochmal von vorne. Also ich habe hier so eine kleine Wegstrecke ja jetzt schon hinter mich gebracht, weil ich zwischendurch auch gespeichert habe. Ich wollte jetzt aber nicht nur komplett von Null anfangen sozusagen, nicht von hier unten. Wir fangen jetzt deswegen nochmal von hier an. Da müssten jetzt ungefähr so 3 Magier vor uns sein, direkt, mehr oder weniger. Und ich glaube, wenn ich durch die durchkomme, bin ich dann auch schon fast bei der Grotte. Hoffe ich zumindest. Würde ich jetzt gerne nochmal probieren und ich hoffe, mein Rechner hält durch. Ich weiß nicht, in letzter Zeit, entweder stürzt das Renderprogramm ab, der ganze Rechner stürzt ab. Irgendwas ist faul zur Zeit. Ich weiß nicht, ob es an meinem Rechner liegt oder... Ich habe gute Teile eingebaut, teilweise neue Teile mittlerweile auch schon wieder. Und das sind noch Teile, die mein Freund vorher benutzt hat in seinem Rechner. Da liefen die optimal. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, vielleicht liegt es an Windows, an dem letzten Update oder so. Weil seither... Und ich höre es auch von anderen Leuten. Dass seither irgendwie ist was faul. Irgendwas stimmt nicht. Das ist ganz komisch. Und ich habe auch mit der X-Tree, also mit dem Aufnahmeprogramm, das ich benutze, ja Probleme. Dass ich das teilweise das Spiel erst starten muss und dann erst das Aufnahmeprogramm, damit das funktioniert. Lauter solche Sachen halt. Also da ist wirklich der Wurm dran zurzeit. Okay, das lief jetzt leider nicht so gut. Wie gesagt, beim letzten Mal, als mein Rechner abgestürzt ist, lief es viel besser. Da hatte ich mit der Spinne 2 Magier zusammengetroffen. Und habe auch 2 hintereinander recht schnell töten können. Diesmal hat es wieder nicht geklappt. Das ist halt echt so eine sehr, sehr Timing-Frage. Wahrscheinlich, weil ich eben noch ein bisschen erzählt habe. Das hat mich ein bisschen abgelenkt. Ich muss mich also jetzt erstmal konzentrieren. Einen richtigen Moment abpassen, dass ich die Spinne werfe. Dann klappt es vielleicht auch. So, Mist, der hat mich tatsächlich diesmal schon entdeckt. Irgendwie, das war das letzte Mal nicht. Also, der hatte mich das letzte Mal nicht entdeckt gehabt. Das Problem ist auch, durch diesen Busch hier oder durch die Büsche und alles sehe ich halt absolut nichts hier. Ich sehe ja nur Busch. Ich sehe ungefähr, wo der Feuerzauber, also wo seine Hand leuchtet, aber mehr halt auch nicht. Das macht es für mich natürlich auch schwer, weil ich nichts sehe, aber die NPCs natürlich wunderbaren Schuss auf mich haben, Schussfeld auf mich haben. Okay, das war jetzt. Komm, vergiss es. Bring mich um. Danke. Das ist echt, mein Hass auf Wildmagier ist grenzenlos zur Zeit. Ich finde es ein bisschen kacke. Also, ich habe hier andere Gegner. Ich habe einen Rucksack übersehen. Ich hatte hier andere Gegner und ganz ehrlich, die waren tough, aber die waren echt machbar. Nur die Wildmagier, die hauen ihre Zauber in so einem Takt raus und haben natürlich bestes Blickfeld auf mich, während ich nur Busch sehe. Und die auch einen Moment brauche, um zu zielen, wenn ich jetzt mit dem Bogen schieße. Und. Also die haben so einen Vorteil, die sind so overpowered. Das finde ich echt ein bisschen schlecht programmiert. Ich weiß, aufs Spiel schimpfen ist auch nicht immer eine Lösung, aber es ist echt... Also ich meine, ich hatte schon so oft Probleme mit Wildmagiern, wo ich gedacht habe,
Wenn du selbst gern Magier spielst oder so, bist du denen so ausgeliefert. Oder irgendwie nicht mega Magieresistenz und Schutztrank hast, der schon irgendwie super fortgeschritten ist. Das finde ich echt so ein bisschen. Irgendwie sind die ein bisschen übertrieben stark gemacht. Feuer, Frost, Gift, keine Ahnung, die machen auch alles Mögliche. Aber die Schutztränke bringen es, glaube ich, auch nur bedingt. Wenn ich Pech habe, sehen sie mich halt wieder zu früh und dann habe ich wieder keine Chance. Das sieht ein bisschen besser aus. Jetzt zum Beispiel, auch wenn ich brenne, ich sehe dann halt nichts. Ja. Ah, es war Frost und ich bin wieder tot. Frost und Feuer und Blitz war es jetzt. Ich hatte in der anderen Ecke hier, wo ich jetzt drumherum gelaufen bin für diese Aufnahme, hatte ich nochmal andere Wildmagier, die haben irgendwie irgendwas Grünes wie Gift oder so auch noch gefeuert. Deswegen war ich mir gerade nicht sicher, was für Schutztränke ich brauche. Ich könnte gerade mal noch ein bisschen Schutz benötigen. Und ich rufe mal den Eiselement. Ah, ich habe nicht genug Mana, natürlich. Die ziehen auch noch Mana ab, ist ja klar. Wie sollte es auch anders sein? Komm schon, komm schon. Also diesen Spaß hier, den habe ich halt jetzt schon seit einer halben Stunde und dann stürzt der Rechner ab. Nur, dass ihr ungefähr nachvollziehen könnt, mein Hass. Jetzt sehe ich natürlich wieder nichts. Ich kipp mir jetzt auch echt alles rein, was ich habe, weil es ist mir jetzt wurscht. Wenn ich, muss ich halt Ambrosia trinken. Es ist halt, ich sehe halt nichts. Ich sehe halt nichts. Und ja, ich habe es auch schon mit Nahkampf, mit Anstürmen und so probiert, aber dann wirst du erst recht von allen Seiten sofort beschossen. Alternative, die wir jetzt noch machen können, ist, dass wir irgendwie von oben kommen. Hier ist halt, das Dumme ist halt, hier ist das ganze Gebirge, da komme ich jetzt nicht eben mal durch, glaube ich. Ich kann die Karte drehen. Ansonsten, ich müsste jetzt den kompletten Weg dann außen rumlaufen, das ist halt auch echt kacke. Zweite Idee, ich nehme jetzt das Pferd und reite durch. Dann kriege ich mit Sicherheit einiges ab, aber es wäre ein Versuch wert. Das machen wir jetzt mal. Ich hoffe, die holen mich ja nicht vom Pferd runter oder so. Ich glaube, das geht nicht hier. Kann ich sicher, aber ich glaube, das geht nicht. So, dann würde ich nämlich durchgaloppieren. Los geht's. Gerne ein bisschen schneller reiten können. Und das muss reichen. Moment mal. Da ist er. Oh, habe ich das eigentlich nicht gleich gemacht? Oh, okay, hier ist die Grotte. Hier ist die Grotte. Schnell rein da. Bevor die Wildmagier von hinten kommen. Ich mach's halt echt nicht gern, dieses Rumdrucksen vor Feinden wegrennen und so. Das finde ich immer so ein bisschen blöd, aber in dem Fall, ich glaube, es war die bessere Entscheidung. So, ein paar Ratten kriegen wir hin. Ja, eine rennt weg. Kommt bestimmt gleich wieder. Das ist ein interessantes Licht hier. Alles auch irgendwie so ein bisschen verschwommen. So. Ich weiß nicht, es hatte so ein
so einen milchigen Effekt fast hier irgendwie. Okay, dann gucken wir gerade mal nach meinem Fieber. Das ist jetzt auf 30. Ich weiß gar nicht, ab wann es wirklich gefährlich ist. Keinen anderen Malus zumindest momentan. Also ein bisschen Silbererz. Viel Ambrosia habe ich denn noch. Noch 4. Ja, komm. Können wir uns das jetzt mal? Das haben wir uns verdient, finde ich. Nach dem ganzen Mist mit den Wildmagiern. Auch wenn ich sie nicht töten konnte. Und ich heile mich gerade mal noch vollständig. Müsste da noch irgendwas haben. Ich habe halt auch echt alles schon gegessen. Ein bisschen Muschelfleisch habe ich noch. Wir müssen uns wieder mit Essen eindecken. Am besten mit ganz viel Käserädern. Sollte das Käserad nicht überschätzen. Unterschätzen. Hä? Ich dachte echt, um die Ecke wäre jetzt jemand. Das ist echt eine hübsche Höhle. Oh, da sind Fallen. Gut, dass ich mich gerade so umgeguckt habe. Haben wir da oben noch irgendwas Schönes? Spitzhacke. Ja, diese Grotte war wohl eher mal eine Mine, wie es aussieht. Okay. Ja, Sterlingsspinne. Aber hier natürlich im engen Raum sehr gut einsetzbar. Moment, erstmal dich, du bist fast tot. Jetzt komm. Oh, nee, komm. Den Magier habe ich jetzt echt genug gehabt, eigentlich. Es sind. Einer ist tot. Noch, da hinten stehen noch einer, 4 Marodeure, ein Magier. Das Gebiet hier ist echt so ein bisschen sehr krass. Das hilft mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ah, wo war denn hier der Ausgang? Ich häng fest, ja, geil. Oh. Shit, das Pferd kämpft gegen die Magier. Fuck. Ach du Scheiße. Das wäre jetzt auch passiert wahrscheinlich, wenn wir den Kampf zu Ende gemacht hätten und dann erst wieder rausgekommen wären. Ist euch gar nicht schlecht, wenn ich das jetzt schon realisiere. Ich rufe es mal her. Bevor es mir stirbt. Oh, bitte sei nicht schon tot. Seht ihr die Oh Gott. Ist mir tot vor die Füße gefallen. Fuck. Schattenstar. Cool. ja. Das ist heute echt denkbar schlecht. Also diese Ecke hier ist die Pest. Jetzt müssen wir noch. Also ich verliere das Pferd auf jeden Fall. Also auch wenn wir dann in der Grotte fertig wären und ich rauskomme, dann nehme ich an, geht es halt in dem Moment weiter mit dem mit den Wildmagiern, dass das Pferd die Wildmagier angreift. Deswegen, muss ich ohne Pferd hier durchrennen. Oh cool, Event Schatz. Andernfalls hätten wir diesen Schatz nicht gefunden. Amulett der mächtigen Konstitution.
Das ist nicht schlecht. Die haben wir schon. Ein paar Groschen. Rentiert sich das Amulett? Ja, ich würde schon sagen. So, wir rennen hier vorbei. Weil dann stirbt wenigstens das Pferd nicht. Dann spiele ich hier ein bisschen menschliche Fackel, aber ansonsten. Ich kann halt weiter rennen. Und den hinterher aus dem Weg gehen. Ich muss ja nur dran denken, wenn ich aus der Grotte hier rauskomme, dass ich mich rechts halte und direkt weiterlaufe. Ach nö. Ach nö. Heute ist der Verarsch-mich-Tag, oder? Ich habe keine Worte mehr dafür. Ich hab keine Worte mehr dafür. Fassen. Es ist einfach nicht zu fassen. Ne, ich habe gar nicht genug Mana. Und ich dachte schon, das wird heute gar nichts. Ja. Ich bin mir sicher, das wird heute nichts. Für mich zumindest. Kommen wir jetzt wieder hinterher. Ich, ja. Weil ein Zauber von denen zieht mir schon fast mein ganzes Leben ab. Mal mindestens die Hälfte. Das ist so übel. Das war nicht schlecht. Ja, ich drücke auf permanent falsche Tasten. Ja. Ein Feuerball und tschüss. Okay, wenn ihr reinkommt, gehe ich wieder raus. Das wäre nämlich so lustig, wenn wir uns jetzt irgendwie... Ich mich jetzt verstecke. Die ganzen, seht ihr die ganzen roten Punkte da oben? Im Kompass. Es wimmelt nur von Magiern und Ratten und weiß der Geier was alles. Und da fliegt ein Feuerball und noch einer. Weil wenn ich es schaffe, mich zu verstecken und die halt jetzt dann sich einfach mal wieder verteilen und zurück auf ihre Posten gehen, dann können wir vielleicht zurück in die Grotte. Das wäre sehr schön. Vom Kompass sind sie jetzt verschwunden. Ich warte aber trotzdem noch ein bisschen, weil die brauchen ja eine Weile, bis sie dann da zurückgelaufen sind. Kann ich vielleicht hier das Schattenstahlerz mitnehmen derzeit. Da unten ist halt auch noch irgendwo ein Gegner. Ich weiß nicht, was das für einer war. Sieht schon mal ganz gut aus. Alles nur für diesen Harnisch. Wenigstens seid ihr Ratten nicht blind. Beziehungsweise, das ist netterweise hier bei so einem Höhleneingang so
programmiert, dass die einem nicht sofort angreifen. Krankheit heilen, Ausdauer wiederherstellen. Okay, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Die nehme ich mal mit. Die Rattenhaut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, die ist gar nicht schlecht. Ich sollte echt hier einfach mal alles auch reinpacken. Nehmen wir mal einen Standardtrank. So, keine Wildmagier, die uns folgen. Allerdings haben wir jetzt noch die ganzen andere Feinde vor uns. Achso, meint die Haut schon mitnehmen. Achso, ist das eine. Ah, ich dachte, das könnte man essen. Das ist aber eigentlich eine Zutat. Achso. Na gut, okay. Bringt mir also jetzt, glaube ich, eigentlich nichts. Ja, gut, ich kann auch Zutaten essen. Mir auch so, sind sie wahrscheinlich so effektiv. Ich habe irgendeine Krankheit, aber ich glaube, ich habe tatsächlich keine. Gift muss ich nicht widerstehen. Nö, momentan bringt es mir auch nicht. Okay, ist okay. Der, ich weiß nicht, der Magier von eben, von den Marodeuren, hatte der Feuer? Ich weiß nicht mehr. Hängemus und ist die Falle. Ich überlege gerade, ob ich versuche, die reinlatschen zu lassen. Muss ich aber echt aufpassen, dass ich selbst nicht reingehe. Hi. Okay, das eventuell Gute war, dass es jetzt eben der Magier war. So, dann. Felsenerbrandung. Ups, das wollte ich gerade gar nicht. Ich habe so einen Angriff gemacht. Einen starken. Schlampe, Elende. Das wirst du bereuen. Ist das alles? Das Problem, wenn sie so einen stärkeren Angriff macht, so eine Art Sprungangriff, dann springt sie halt nach vorne. Das heißt, ich schieße aber irgendwie so am Gegner, den ich eigentlich gerade bekämpfe, vorbei. Das ist immer so ein bisschen blöd eigentlich. Hallo, hallo, sie tut gerade nichts. Okay, jetzt. Hallo? Hä? Habe ich mich sozusagen gerade selbst getroffen? Weil ich hau drauf ein, aber es passiert nichts. Sie kriegen einen Schaden. Das ist ja komisch. Ja, das war jetzt irgendwie sehr seltsam. Wahrscheinlich, ja. Im Auge des Sturms oder Felsende Brandung? Ich glaube, Felsende Brandung kann ich gerade besser gebrauchen. Noch nicht. Moment, soll ich noch warten? Okay. Das waren eventuell noch nicht alle. Uiuiui. Meine Fresse. Ein Apfel. Yay. Naja, ich will noch einen. Den Stab zum Verkaufen gerade mal mitnehmen. Bisschen zurückgehen. So. Dann. Ich hau mal wieder alles in mich rein. Was wollte ich jetzt noch machen?
Ach so, meine Pfeile wollte ich wechseln. Momentan kämpfe ich nämlich auch mit sehr schwachen Pfeilen eigentlich. Okay, das Ding kann man sowieso mal wegtun. Dass ich hier mal die hier nehme außerdem. Ambrosia. Speichern. So. Ne. Ich mach mal jetzt Speichern. Okay. Das gerade irgendwie so zwischen der Meldung irgendwie gespeichert hat. Ich vermute hier um die Ecke noch Leute. Wow, das sind auch schon wieder drei. Ich glaube, ich ziehe ein bisschen zu hoch. Ich wollte möglichst einen Kopfschuss machen, aber war ein bisschen zu hoch gezogen. Ups, das war noch mein Fels in der Brandung. Mein Gott, dann haben wir eine Reichweite. Okay. Okay. Ohne Schlachtaxt. Weil ich meine, ihr seht die Gegner hier auch nicht einfach, gerade weil sie halt auch alle zusammenkommen, aber nichts gegen Magier. Wenn das Magier gewesen wären, alle, dann wäre ich schon wieder sowas von tot. Okay, wir haben immer noch einen. Aber der ist nicht hier um die Ecke, oder? Ne, ich gehe erstmal in die Kiste. Was ist das denn da hinten? Ein Seelenstein, schön. Guck mal da dran, ne. Ist einfach nur so eine kleine nette Ecke. Ich denke, da kann man irgendwie vielleicht durchbrechen. Ich weiß nicht. Ein Straßendieb hat sich hier rein verirrt. Der hat auch nicht lange überlegt. Okay. Ich glaube, hier könnte ich vielleicht gerade mal eine Pause machen. Und ich hoffe, dass wir dann beim nächsten Mal noch den Harnisch finden. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.